Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Slay the Spire als das Defekte. Wir sind einen in Aufstiegsmodus, bevor wir wieder gleich ziehen, mit wo wir schon in der Beta waren. Es läuft leider die Klimaanlage, ich hoffe ihr hört es nicht allzu stark, weil ich nicht auch noch krank in 30 Grad rumschwitzend sitzen will. That's the reason. Und ich muss trotzdem aufnehmen, das Leben ist hart. Verlieren 15 und transformieren 2 Karten. Nein, nein, alles scheiße. Transformieren wir eine. Ein Schlag wäre etwas Gutes. Breiter Strahl könnte schlimmer sein, könnte auch wesentlich besser sein. Hätte nicht defragmentieren werden können oder so. Hä? 4 Feuer dafür keine Elite. Ich finde im Aufstiegsmodus, wie ihr alle wisst, Elite sind relativ überbewertet. Also machen wir es so. Jetzt können wir mal breit strahlen. Ich werde definitiv geschwächt in die nächste Runde gehen, wie es aussieht. Dafür haben sie diesmal keinen Schaden gemacht. Das gefällt mir so eigentlich eh besser. Hätten wir die Kuschelwürmchen mal zu Tode gekuschelt. Einen Sprung nehme ich immer gerne. Entferne eine Karte aus dem Deck. Nachdem wir jetzt einen Sprung bekommen haben, werde ich kurz einmal verteidigen los. Yes, please. Einmal Stärke, gefällt mir. Ein Shop noch auf dem Weg, noch ein Sprung an, bisschen. All das interessiert mich nicht so sehr. Ich meine, Straucheln ist eine durchaus interessante Idee, aber ich glaube, wir halten das Deck klein. Wir sind jetzt auf nur 9 Karten, das ist wunderschön, nur leider geht man auch gerne drauf im ersten Level, wenn man zu wenig Karten hat. Einmal Stromschlag, einmal Doppelschlag, einmal Schlag in dem Fall. Wir haben ihn schon recht weit runter gekriegt. Das Relikt ist auch sehr gut, das heißt, ich bin eigentlich guter Dinge. Soweit zumindest. Komma 14, das reicht wohl leider nicht. Das heißt, wir hauen einmal zu und... Oh, hätte es gereicht? Nein, wir haben auf 17. Doch, es hätte... Nein, es hätte um 1 nicht gereicht, genau. Doppelladung. Auch egal. Eher alles Theoretische. Sperrfeuer, Kälteinbruch ist so die Frage. Ich meine, wir hatten gerade ein Orb-Deck. Wir könnten natürlich wieder ein Orb-Deck probieren. Oder ich nehme gar nichts davon. Wir haben noch kein Defragmentieren bekommen. Kälteeinbruch muss nicht... Ich glaube, ich lasse es dabei und schaue zuerst, was noch so in meine Richtung geflogen kommt. Ich glaube, wir machen den Stromschlag mal 0. Als nächstes. Okay, wir können dich killen. Das Problem ist, gebrechlich werde ich trotzdem und der Sprung bringt leider nichts. Okay, halb so schlimm. Einmal das, einmal das. Leider noch ein Verteidigen bekommen, aber es ist egal, er ist so oder so tot. Angriffstrank erhalten. Eine frühe Kralle gefällt mir immer, wenn man dann besser sich darauf einstellen kann. Es ist schade, dass sie sie genervt haben, dass das Verbessern jetzt nur noch das auf 5 Schaden erhöht, statt auch den Schaden, den man pro Kralle ausspielen bekommt, zu erhöhen. Aber es war wohl richtig so, muss man zugeben. Asche der Vorbereitung, auch nett. Wir schmieden natürlich wieder was. Die Frage ist jetzt, was breiter Strahlkörper machen. Ich glaube, wir machen mal den Sprung besser. Damit wir auch mal den Verteidigen hier abgegradet haben. Ihr könnt schon wieder Karte loswerden. Gibt es eh noch was, was ich unbedingt gerne hätte? Ich meine, das ist nicht schlecht. Aber nein, es gibt nichts, was ich unbedingt gerne hätte. Holy fuck. Habe ich wenig Karten? Ich glaube, wir werden noch einen Schlag los. Irgendwie müsste es fast so gehen, dass wir das durchwegs machen könnten. Ich meine, gibt es eine Nuller-Karte, die mich Karten, ewig Karten ziehen lässt mit ihm? Nein. Wir sind sehr nah dran mit der Tasche der Vorbereitung. Wir müssten nur noch ein paar Karten los sein. Okay, egal. Wir machen mal das als erstes. Dann ein Sprung blockt das fast zur Gänze. Was ist denn da noch drin? Stromschlag wäre eigentlich ganz nett. Können wir noch breiter Strahl machen jetzt. Oder natürlich Doppelschlag. Oder wir verteidigen nochmal, damit wir keinen Schaden nehmen. Aber ich meine, der eine Schaden ist eigentlich egal. Nice, that worked out. Ja, dem Sklavenhändler wird es nicht gut ergehen hier. Breiter Strahl, Kralle, Schlag. Goodbye. Suchen ist auch nice. Batterieladen kann nicht schaden. Ich glaube, suchen ist was Besseres, Batterieladen. Wobei wir, wie gesagt, wir haben so viele Karten. Okay, jetzt können wir uns mal die Kralle holen zum Beispiel. Die zwei greifen an. Mach mal die Sachen, die nichts kosten.
6 Schaden. Du bist den nächsten Zug hindern. Dann machen wir definitiv 12 Blocks, sind wir fast drüber. Ich glaube, dann lösen wir es bei dir noch aus und dann verteidigen wir nochmal. Sein breiter Stahl fällt halt nur 5 Schaden. Bringt aber trotzdem ein bisschen was. Einmal das, einmal mal Doppelschlagen. Schauen wir, wo uns das hinführt. Ist genau genug. Pest. Ich meine, die Orbs hätten ihn auch gekillt. Trotzdem nicht. Lege 4, 8 Schaden zu, lege die nächsten in diesem Zug auf den Nachziehstapel. Wegen Kralle war es. Bessere eine Karte. Ich glaube, wir verbessern den Rückstoß. Ich muss schon wieder nicht heilen beim Feuer. Dass ich da zusammenschmieden kann. Suchen wir nicht. Doppelladung, breiter Strahl. Machen wir suchen. Okay, wir machen definitiv mal Kralle. Breiter Strahl. Jetzt kriegen wir den Rückstoß leider. Du bist immer noch erschöpft, oder? Ja, das heißt, ich kann dich nachher nicht spielen, das wird keinen Sinn machen. Das will ich nachher nochmal am Doppelschlag vielleicht. Definitiv mal Rückstoß. Ja, I guess Doppelschlag. Wir können hier auch noch gleich das machen. Ich meine, den Angriffstrank können wir auch jetzt saufen. Ziehen wir nochmal eine Karte. Okay, das hat es jetzt nicht wirklich gebracht. Wir haben aber viel Schaden gemacht. Bist du deppert? Einmal Stromschlag. Ich will auch nicht zu viel machen. Moment. Moment. Naja, es geht sich noch aus. 70. Wir sind ja noch nicht. Er hat noch nicht so viel Leben. Oh, oder? Ja, um 71. Er teilt sich noch nicht. Jetzt darf ich nur keinen Schaden mehr machen. Wir werden die verschleimt los. Wo ist denn jetzt meine Kralle hier? Machen wir mal breiter Strahl. Genau, dann machen wir Rückstoß. Dann machen wir Kralle. Und dann haben wir das noch rein. Und dann haben wir zwei 28er, 24, mit denen wir uns noch streiten müssen. Dann haben wir dir mal Kralle drauf. Ah, wir hätten zuerst suchen sollen, hätten uns schon Rückstoß holen können. Which would have been nice. Wir könnten noch zweimal breiter Strahl nehmen. Killt dich das? Ja. Damit, ja, okay, machen wir es so. Einmal, zweimal. Ist doch nett und dann... Jo, nicht raustappen. Und dann noch ein Rückstoß. That worked well. Nichts davon interessiert mich gerade mit der Hand, die ich habe. Nichts davon interessiert mich auch wirklich. Ich muss ein bisschen aufpassen mit den Verteidigen. Sonst habe ich dann zu wenig auf einmal. Wir können auch wieder neue bekommen, aber ja. Ein Schlag auf alle Fälle, aber... Kann ich muss 3 machen, gell? Sheet. Ja, machen wir so. Oh. Okay, das ist zumindest Block. Autoreparatur ist auch nicht schlecht, nur 2 zu suchen. Jesus, ist unsere Hand klein. Ich bräuchte schon ein bisschen Block. Ich bräuchte auch noch ein bisschen mehr... was mit Kralle-Synergie hat. Okay, wir gehen mal dadurch, das sind wieder 4 Feuer, nicht allzu viele Elite. Ich meine... Okay, Moment mal. Wir mal einmal suchen und holen uns mal definitiv unsere Kralle. Zumindest den breiten Strahl. Wir machen mal Rückstoß, Kralle als erstes. Ich würde noch die Autoreparatur reinhauen, ehrlich gesagt, nur für nachher. Dann noch ein Stromschlag. Und dann noch breiter Strahl, oder? Oh, wir kriegen die Kralle gleich wieder. That was pretty good. Krieg die Kralle wahrscheinlich eh sofort wieder. Ja. Und ich krieg sie nachher auch gleich wieder. Das ist pretty good. Noch 16 hinterher. Aha, aha. Ja, ich meine, du machst mich noch schwächer, aber ich krieg schon wieder meine Kralle jetzt. Also fast sicher. Und hab sie auch bekommen. Stromschlag, breiter Strahl. Komm mal. Get fügt. Oh, wir haben noch einen benommen bekommen. Nice. Good job in me. Das war auch unnötig. Alles unnötig, aber... sind wieder vollen HP. Hologramm macht Sinn, das macht wenig Sinn. Hologramm macht Sinn und ist auch noch Block dazu. Nur verbessern müssten wir es noch. Okay, gegen die beiden wird es jetzt ein bisschen schwierig. Ich hätte wieder gerne Rückstoß-Kralle-Synergie hier. Also holen wir uns mal die Kralle. Moment, und das Hologramm... Das ist keine Difficulty. Und das Hologramm, damit wir dann wieder den Rückstoß haben beim nächsten Mal.
Nein, den haben wir ja jetzt. Fuck, der war stupid. Hätte ich nicht machen sollen. Stromschlag, habe mich gerade selbst verwirrt. Ziemlich. Das war deppert. Was soll man anders sagen? Das war deppert. 7 Schaden ist nicht so schlimm dafür, wie deppert es eigentlich war. Was sind da noch drin? Dann machen wir mal die Kralle, machen wir das einmal. Das könnte ausgeglichen sein, oder könnte ich da noch... Und damit könnte man fast sicher wen killen, aber dann kann ich nicht mehr ausgeglichen machen. Dann müsste ich mir noch wieder den Sprung holen. Ich will mir auch den Stromschlag wiederholen. Okay. Ich glaube, ich hole mir jetzt den Sprung, damit ich da nicht noch mehr Schaden ausfasse. Und dann auch noch den Stromschlag. Ja. Das macht halbwegs Sinn. Okay, du bist jetzt ein kleiner Pisser. Nehmen wir mal an, du wirst das nächste Mal abhauen. Ich hätte Rückschuss zuerst machen können, aber ich glaube, ich will da Sprung, Verteidigung und Autoreparatur raushauen. Damit wir schon dem vorbeugen, dass wir zu viel Schaden ausgefasst haben, weil jetzt sollte ich dich ja trotzdem easy killen können. Ja, und wir sind wieder auf Max HP. Muss alles nicht unbedingt sein. Wir fragmentieren ist normalerweise nicht, brauche ich das nicht unbedingt. Ich meine, noch eine Kralle wäre das... Ja. That's what we gonna do. Krallendeck ist ein Krallendeck ist ein Krallendeck. Ja, so werden wir durch. Ah, da können wir sogar noch an einem Shop vorbei und trotzdem noch 3 Feuer abholen. Okay, nice. Also kommt drauf an, wie viel Geld wir jetzt nachher bekommen. Gar keine Kralle für einen Anfang. Nee, das geht so nicht. Wir nehmen uns mal 2 Krallen und ich glaube, ich werde gleich beide Suchen verwenden. Aber wir müssen gleich zuerst mal die erste Kralle spielen. Die muss ich nicht unbedingt wieder zurück. Oh, Moment, wir haben auch noch das Hologramm. Moment. Einmal Kralle. Hologramm, gib mir die Kralle wieder. 2-mal Kralle. Suchen. Rückstoß. Anders eigentlich egal. Rückstoß. Kralle. Stromschlag. Dabei können wir auch mal die Autoreparatur machen. Weil jetzt wir wenigstens nicht verteidigen müssen. Ihr könnt schlechter anfangen. Rückstoß, Kralle. Und Ausgeglichenheit, würde ich sagen. Blockt man hier ganz angenehm. Behalten ein paar Karten. Ich meine, hier muss ich natürlich auch hin und verteidigen. Weil ich kann mal zuerst die beiden Krallen spielen. Das ist die Frage, muss ich überhaupt unbedingt verteidigen? Ich meine, du machst 16 und bist dann noch auf 8. You can do this. Stromschlag, breiter Strahl. Und wieder schauen. Okay, that worked. Ich meine, zweiter Sprung. Will ich die Hand noch fetter machen? Ein zweiter Sprung ist aber nicht unbedingt schlecht. Dann können wir auch das letzte Verteidigen noch loswerden. Schlussendlich. Hier vielleicht. Außer es bietet uns noch eine Kralle an zum Beispiel. Ich meine, Stromlinie ist auch interessant. Aber ich glaube, wir müssen fast noch eine Kralle machen. Vor allem, wir können die Kralle nehmen und noch das Verteidigen loswerden. Wir haben noch nicht genug Karten. Zug gerade eigentlich. Das ist das größte Problem. Wir schmieden. Wieder mal ein Hologramm schmieden, damit es nicht mehr erschöpft wird und ein bisschen mehr Block hergibt. Ja, okay. Da ins Fragezeichen. Ich meine, die 27 sind irgendwie relativ wurscht. Und die sind immer nervig zu bekämpfen. Wenn ich gerade ihm mein gesamtes Geld ausgegeben hatte, quasi. Suchen. Ich könnte mir Hologramm-Rückstoß holen und das mit der Kralle irgendwie machen. Also, the play wäre dann Kralle, Hologramm, Rückstoß, Kralle. Jetzt können wir uns einfach noch 2 Krallen holen. Einmal, 2-mal. Und haben immer noch, okay, dann machen wir das. Und kriegen noch eine Kralle, holy shit. Dann noch einmal hier drauf gehauen. Kein schlechter Anfang. Jetzt haben wir krallenmäßig gar nichts. Wir könnten Ausgeglichenheit einfach machen. Wir könnten auch Stromschlag, Ausgeglichenheit und dann Doppelentladung machen. Da halten wir die beiden Sprünge, was ganz nett ist. Krallenmäßig schaut es wieder nicht schlecht aus. Wir können sicher einen von euch beiden killen. Du wärst mal tot. Dann machen wir einmal Hologramm, kriegen eine der Krallen wieder, hauen dir 20 drauf. Und ja.
Nice. Es wird dann doch recht schnell recht viel Schaden. Stromlinie ist interessant, aber nicht wirklich nötig. Ich glaube auch taktische Entladung nicht. Momentan... das ist nett. Momentan läuft das Deck eigentlich geil. Ich bin nur nicht sicher, ob es am Ende auch noch gut laufen wird. Sprung. Okay, jetzt haben wir hier mal einen Elite-Test. Okay, ich meine, wir müssen hier mal aufräumen. Deckschaden. Ich meine, du machst 6, das heißt, die nächste wird 8 machen. Das heißt, wir killen mal dich. Wir machen das. Wir holen uns eine weitere Kralle. Wir killen dich weg. Wir machen, I guess, Autoreparatur. Und Doppelentladung. Um mal irgendwo ein bisschen Schaden rauszuholen. Okay, du musst dir schon wieder neue Uzis holen. Wir haben den nicht aufgebraucht. Das heißt, jetzt bringt das recht... Ich meine, wir kriegen ein zweites Suchen und wir kriegen Rückstoß. Mit breiter Schlag mischen wir dann das Ganze. Moment. Ja, genau. Jetzt mischen wir, also... Kriegen wir wieder Karten in den Nachzustab und kriegen eine Kralle. Könnten wir uns dabei eigentlich wieder zwei weitere Krallen holen, wenn wir Lust drauf haben. Dann zuerst die beiden spielen. Dann Rückstoß, dann die Kralle. Dann Stromschlag und wenn Sprünge brauche ich dabei nicht. Ich könnte auch einen Angriffstank saufen. Ich muss eigentlich dabei nicht wirklich. Die Krallen sind jetzt mittlerweile relativ heftig. Ich kann nicht zweimal benutzen. Ich glaube, wir killen den, bevor die zum überhaupt austeilen kommen hier. Stromschlag. Ja, machen wir das. Und er kriegt sogar beide ab. Kriege ich jetzt? Ich glaube, ich kriege hier eine Kralle. Das heißt, das sollte dann eigentlich hin sein. Das hat auch sehr gut funktioniert gegen diesen Elite. Aber die haben alle noch nicht so viel Leben. Die spätere machen wir... Oh, Shuriken. Holy fuck, das passt gut dazu. Okay. Ich meine, verstärkte Hülle brauche ich. Ich glaube, ich brauche das alles nicht. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch brauche. Sowas wie Puffer wäre vielleicht nicht schlecht manchmal. Da greifen wir jetzt beide am Anfang an. Es ist ein bisschen eine andere Situation als vorher. Okay, wir wollen trotzdem ein paar Sachen machen. Wir haben fast keinen Block hier. Machen mal Rückstoß. Kralle. Kralle. Hologramm. Kralle. Stromschlag. Ich meine, Doppelschlag killt ihn vielleicht höchstwahrscheinlich allerdings nicht. Ich glaube, ich hole lieber dabei mal die Autoreparatur raus. Die werden wir nämlich brauchen in dem Kampf hier. Da ist noch ein Such und zwei Krallen dabei. Ich meine, dich kill ich hier auf alle Fälle. Ich muss das Such eigentlich nicht unbedingt machen. Ich glaube, wir machen das so und so und behalten mir das Suchen dabei. Halt jetzt halt ein bisschen aus. Mit 12 daher. Alright. Wir haben wieder zwei Krallen. Was haben wir da noch drin? Kralle, Hologramm und Rückstoß. Können wir mal Rückstoß, Kralle nehmen? Dann machen wir Rückstoß, Kralle. Kralle, Kralle, suchen, Kralle, Hologramm, Kralle, okay, dann hätte ich nochmal Hologramm machen können und wieder Kralle draufhauen. Überspringen, müssen eigentlich nicht wirklich uns ausruhen, ja, dann machen wir mal die Krallen besser, auch wenn es nicht so viel besser wird. Kann eine Karte wieder loswerden, ich weiß nur nicht, welche ich loswerden will. Ich will eigentlich keine loswerden, oder? Na, alle... Jede Karte hat so ein bisschen einen Sinn. Breiter Strahl, aber manchmal ist es wichtig, dass ich diesen einen Kartenzug bekomme, um den Stapel neu zu mischen. Doppelentladen. Ich meine, das ist auch hin und wieder nett dazwischen. Damit... Ich glaube, es passt so. Ich weiß nicht. Oder ist es... Ich meine, wir haben 14. Wenn ich es auf was zusammenrumpfen lasse, wäre es insane. Rückstoß, Hologramm, Kralle, Kralle, die zwei Sprünge. Ja, vielleicht Stromschlag. Vielleicht sind das tote Karten hier, Stromschlag und Doppelentladung. Maybe. Noch kleineres Deck. Schmieden. Die nächste Kralle wird geschmiedet. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit gegen den Boss.
Okay, wir haben drei Krallen, die wir gleich mal spielen können. Ich will eigentlich noch nicht das Suchen verschwenden jetzt. Was denn für was? Naja, wobei ich kann mir die Kralle wieder auflegen. Moment. Gehen wir mal das wieder her. Nochmal Kralle. Was könnte man sonst noch so holen? Die Autoreparatur bringt nichts. Ich meine, ich will auf jeden Fall einen Rückstoß haben. Zweite Suche mache ich nicht. Ich kann mir auch noch den Stromschlag holen, beinahe. Rückstoß, Kralle. Dann spielen wir noch den Stromschlag. Dann haben wir die noch Gift drauf, wenn wir schon dabei sind. Und einen Angriffstrank kann ich auch noch. Oh ja, Ausschlachten oder so. Natürlich die Karten hätte ich super gerne. Und auch die andere, die mir meine Nullerkarten wieder auf die Hand gibt. Das wäre obviously das Beste für dieses Deck. Aber es funktioniert auch ohne die schon recht gut, muss ich sagen. Was haben wir da jetzt drin? Ich meine, ich brauche Rückstoß. Haben wir ein zweites Suchen? Nein, das eine Suchen habe ich schon hergegeben. Wir brauchen auch ein bisschen Block. Also vielleicht kein Rückstoß diesmal. Vielleicht machen wir Hologramm-Kralle. Oder vielleicht hätte ich mir zwei Krallen holen sollen. Ich meine, wir killen dich hier ebenfalls, oder? Aber jetzt noch gerade nicht. Soll ich das riskieren? Ich meine, wir haben drei Chancen, ihn zu treffen. Nee. Maybe. Das killen wir so, dann gib mir mal wieder eine Kralle. Kriegst du das hier drauf? Ist ein bisschen risky. Aber es sind auch nur 7 Schaden. Ist halb so schlimm. Ich meine, das bringt nicht wirklich was, aber... Ja, habe ihn nicht getroffen. Ist natürlich jetzt kacke, aber was soll's? Nicht der Untergang der Welt. Ausschlachten ist super. Nur ziehen tun wir da leider... Ah, doch, eine Kralle ziehen wir. Und wir ziehen vielleicht mehr Krallen, actually. Also, und du stirbst, okay. Überzeugt. Wir stehen... Ziehen 2 Krallen. Rückstoß. Kralle. Breiter Strahl. Kralle. Sounds good. Wir sollten ihn killen können, oder? Wir sollten sowas von ihm killen können. Wir können ihn definitiv killen. Ich könnte sogar nochmal eine Kralle zurückholen, wenn es sein müsste. Puff, habe ich gemeint, wäre auch nicht so schlecht. Wenn wir das besser machen, sind es 2 HP-Verluste. Soll ich Puffer nehmen? Soll ich Puffer nicht nehmen? Darf ich nehmen? Es kann manchmal gut sein. Wir sollten noch zum Verbessern kommen davon. Ich glaube, das gibt uns eigentlich in jedem Zug mehr. Wir haben ja nicht so viele Blitze. Gibt uns eigentlich jeden Zug mehr Energie. Nämlich gefällt mir das recht gut mit dem Plasma. Und das ist eine der wenigen Relikte, die einem sozusagen unter Anführungszeichen Energie geben, die keinen Trade-off haben. Ich hätte gern viel Feuer, bitte. Ich kriege keine viel Feuer. 3 Feuer. Ist der Gefühle. 2 Shops noch. Da kann ich 2 Karten loswerden. Könnte ich den Stromschlag auch noch loswerden. Und möglicherweise gute Karten kaufen. Und der Elite ist wenigstens ganz am Anfang. Gibt ein paar Fragezeichen. Ah, jetzt fein. Du bist gar nicht das Schlimme. Ich glaube, die anderen wären schlimmer. Ich meine, wir könnten hier jetzt einfach mal vorbauen, ganz unschuldig. Stromschlag, einmal Sprung, damit wir diesmal keinen Schaden nehmen. Dann einmal Puffer, damit wir in nächster Zeit keinen Schaden nehmen. Dann einmal Autoreparatur. Damit wir am Schluss 10 Trefferpunkte heilen. Wir sind ein bisschen vorgebaut. Und jetzt könnten wir damit anfangen. Ja, wir suchen mal Rückstoßkralle. Wir machen Rückstoßkralle. Kralle. 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 Und Ausgeglichenheit. Nehmen schon wieder keinen Schaden. Das heißt, der Puffer ist immer noch aktiv. Ah, das ist nur fürs nächste Einmal, weil ich ihn noch nicht abgegradet habe. Mein Fehler. Oh, er stirbt nicht. So sad! Ah, er stirbt auch. doppelte Energie, Sprung. Fein. Ich weiß, es ist weird, aber ich glaube, je weniger, desto besser, oder? Wenn man den Stromschlag auch noch los, auch wenn er 0 kostet. Alles, was keine Kralle ist, raus. Ja, das ist jetzt ein bisschen ein unangenehmer Gegner, glaube ich fast.
Wegen dem hier. Aber bis dahin haben wir wahrscheinlich auch schon ziemlich gut abgegradete Krallen. Jetzt sind wir aufhören, alle Schaden zu machen. Das finde ich nämlich äußerst unsympathisch, muss ich sagen. Dann wir mal suchen. Ich hole mir einfach zwei Krallen, oder? Statt Kralle Hologramm. Oder ich hole mir Kralle suchen. Gehen wir dich mal. Dann machen wir suchen. Und dann holen wir uns Kralle Hologramm. Dann haben wir da drauf. Mein Gott, ist das knapp, dass ich dich kille. Dann holen wir uns eine Kralle. Oh, so close. Dann machen wir zwei solche. Dann haben wir ihm mehr als genug Block. Ich hätte sogar einmal, glaube ich, machen können und dann... Naja, dann hätten wir einen Schaden genommen. Es ist relativ klar, dass du eigentlich sterben musst. Okay, wir können Ausgeglichenheit machen, dann breiter Strahl, dann wärst du schon mal tot. Dann Kralle, dann Hologramm, dann Kralle und dann wärst du diesen Zug auch tot. Wonderful. Nein, von dem Zeug brauche ich auch nichts. 88, was gibt es hier so anzubieten? Defragmentieren, Rückstoßen, zweiter, nope. Will ich irgendwas loswerden noch? Es wird immer weirder, irgendwas loszuwerden. Ich meine, das hat jetzt ein paar Mal was gebracht, der breite Strahl. Ja, es hat Kartenzug, die sicher nicht. Die Krallen möchte ich auch nicht. Sprünge will ich nicht loswerden, Hologramm nicht. Ja, es wäre sonst nur noch Autoreparatur. Rückstoß sicher nicht. Es ist ein Fehler, den breiten Strahl loszuwerden. Jetzt ist es natürlich blöd. Jetzt kann ich nur Shit verlieren, den ich eigentlich nicht verlieren will. So wichtig ist die Autoreparatur auch wieder nicht. Wir sind relativ am Ende mittlerweile. Okay, den Puffer würde ich echt gerne mal besser machen. Ich meine, einmal Kralle, zweimal Kralle, dreimal Kralle, logischerweise. Da will man schlicht und einfach nur Ausgeglichenheit und lassen es dabei. Hätte auch Suchen benutzen können. Den Puffer will ich eigentlich dafür aufbewahren, bis er seinen Hauptangriff macht. Also bis er richtig anfängt. Jetzt zählt er ja noch runter. Was ist da noch drin? Jede Menge Krallen. Gib mir mal die Krallen. Was ist jetzt noch drin? Ausgeglichenheit und noch mehr Krallen. Okay, gehen wir das auch einmal. Noch eine Kralle. Hologramm. Noch eine Kralle. Und dann Ausgeglichenheit, damit wir die Karten behalten. Okay, noch mehr Krallen. Also einmal Kralle, zweimal Kralle, dreimal Kralle. Dann Hologramm, Kralle. Und dann Ausgeglichenheit, damit wir alles behalten. Jetzt bitte einmal Rückstoß, Kralle, 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 Hologramm, Kralle. Ja, yeah, now I might as well do Puffer, weil es wird nur noch ein Zug hier gehen. Und Kralle. Das war recht gut. Ingwer, wir können nicht mehr geschwächt werden, schön, das muss ich nehmen. Das ist eines der beiden Karten, die awesome sind. Schmieden, ich wollte den Puffer schmieden. Was ist da besser? Vier Karten, noch mehr Krallenmöglichkeit. Ich glaube, ich mache trotzdem kurz zur Verteidigung den Puffer besser, weil das ist doppelt so gut jetzt. Das andere ist nicht ganz doppelt so gut dann. Wir könnten den Puffer machen. Ich meine, ausschlachten auf alle Fälle auch, keine Frage. Warte mal ganz kurz. Einmal suchen. Einmal Rückstoß. Wenn ich jetzt die Kralle nehme, dann bringt eigentlich fast schon Ausschlachten, weiß ich nichts mehr. Also brauche ich das nicht zu nehmen. Ich kann mir Hologramm nehmen stattdessen. Ich will jetzt keinen Rückstoß machen. Und dann nochmal. Wurscht. Ich kann mal zwei Krallen hier auch draufhauen. Das ist jetzt nicht so der Punkt. Dann dich. Dann kriegen wir noch eine Kralle und das. Wait a second. Wir haben die eine Kralle drauf. Dann machen wir Hologramm. Dann nehmen wir Ausschlachten und haben wir die Ausschlachten drauf. Nehmen wir nochmal Krallen wieder. Dann kriegst du eine Kralle drauf, nochmal eine Kralle drauf, nochmal eine Kralle drauf. Und goodbye, my friend. Guter erster Zug.
Wir könnten mal den Buffer raushauen, eigentlich, grundsätzlich, wenn wir schon dabei sind. Ich glaube, wir machen hier einen Sprung, damit wir keinen Schaden nehmen. Das könnte ich auch Ausgeglichenheit machen stattdessen. Damit wir alles schön behalten. Machen wir Puffer. Ich meine, den Rest brauche ich jetzt eigentlich dabei nicht spielen. Wird nicht so sonderlich super Zug hier. Wir machen einmal Sprung, einmal ausschlachten. Einmal Kralle. Und dann nochmal Kralle und das kriege ich nicht ab, weil wir ja Puffer haben. Kann man zu viel Krallen haben? Wir haben 3 Krallen. Brauche ich eine 4. Kralle? Die nicht mal verbessert ist. Glaube nicht. Ja, okay. Alle weiteren Truhen, von denen es keine mehr gibt. Außer in dem Fragezeichen ist eine. Oh, es ist der Gegner. Jedes Mal erwische ich die beschissensten Gegner für mein Bild. Aber egal. Ich habe trotzdem großes Vertrauen. Wir machen mal Ausschlachten als erstes. Das sollte schon. Das war aber nicht viel, was wir da geholt haben. Das kriegen wir da irgendwas, mit dem ich was ziehe? Nein, aber ich meine, das ist gut genug, würde ich mal sagen. Rückstoß, Kralle. Suchen bringt nicht mehr wirklich was. Ausgeglichenheit lieber oder nein? Wir hauen jetzt einfach mal den Buffer raus, würde ich sagen. Ja, du schwächst mich nicht. Ich meine, das würde ich schon noch gerne da blocken, um ganz ehrlich zu sein. Machen zuerst mal Rückstoß ausschlachten. Hat er sich gerade selbst gezogen? Nein, okay, zumindest. Ich meine, wir müssen den Sprung nochmal machen, damit wir keinen Schaden nehmen. Wir haben natürlich Kralle drauf, keine Frage. Ich glaube, dann machen wir suchen. Kralle ausschlachten. Also Kralle und dann ausschlachten. Hoffentlich kriege ich nochmal ein paar Krallen, genau. Wonderful. Bis ist halt die Frage, was haben wir da drin? Ausschlachten haben wir da drin. Ja, das hätte ich gern wieder. Okay, machen wir Hologramm. Ausschlachten, Rückstoß, ausschlachten. Kralle. Und dann kriege ich das nächste Mal wieder ausschlachten wieder, oder? Yes, wonderful. Ja, du machst 33 Schaden. Ich glaube aber eh, du machst nicht 33 Schaden. Um ganz ehrlich zu sein, möchte ich jetzt schlicht und einfach killen. 19 Gold. In die Augen ist noch keine schlechte Verteidigungskarte noch dazu. Nicht so viel verteidigen. Dann können wir die ganzen Gegner die ganze Zeit schwächen. Ist auch nett. Ausruhen muss ich nicht schmieden. Gibt's noch was? Ah ja, ausschlachten, genau. 4 Karten besser. Ansonsten. Puffer könnte eine gute Idee sein hier. Wir haben nicht zu den Dingen, die ich wirklich haben will gerade. Ja, das einmal ausschlachen, Rückstoß. Können wir nicht einfach killen mal gleich als erstes? Okay, Moment mal. Wir hauen dich einmal weg. Wir hauen dich einmal weg, weil du der Einzige bist, der gerade angreifst. Ausschlachten. Oh, fuck. Ich habe jetzt das Falsche auf dem Aufnahmestapel gelegt. Ist aber halb so schlimm. Wir killen dich mal weg, dann kommen wir dahin. Jetzt kann ich ja Hologramm machen und mir wieder Ausschlachten holen. Und das hier einmal draufhauen. Und zumindest noch einmal eine Kralle bekommen. Bisschen mehr Schaden, ein bisschen mehr Stärke. Jetzt könnte ich nochmal suchen und mir noch mehr Krallen holen. Was ich irgendwie gerade machen will. Also holen wir uns die beiden, dann killen wir dich noch einmal und dann gehen wir noch auf dich los. Dann wäre das doch kein schlechter Anfang gewesen. 5 Stärke dazu bekommen, 2 Gegner gekillt. Er kommt mit 12 Schaden daher. Wir machen natürlich wieder Rückstoß. Ausschlachten. Ist das genug? Das ist genug. Nice! Und das wäre erledigt. FTL! Nur für eine Karte lohnt sich's nicht. Warum? Das ist beides geschissen. Was bringt mir der Wahnsinn? Naja, gut, es wären noch mehr Null. Die ich dann die ganze Zeit ziehe. Maybe. I don't know. Ja, machen wir halt einen Wahnsinn. Schauen, was es ist. Ausgeglichenheit. Okay. I guess so. Ja, dann machen wir rück. Ich meine, selbst. Oder machen wir zuerst die Kralle? Dann machen wir Rückstoß ausschlachten. Wird mal suchen noch. Ich meine, du musst da mal drauf gehen, wir haben I16. Let's risk it. Nice! Okay, dann gehen wir auf dich los. Kralle. In die Augen. Was ist jetzt da noch drin?
Nur eine Kralle und die Ausgeglichenheit. Aber wir haben die Ausgeglichenheit ja schon gespielt in dem Zug. Hast du gerade Schaden gemacht? Ah nein, wegen dem Wahnsinn haben wir Schaden bekommen. Right, da war was. Da ist das Ausschlachten drin. Moment. Bin verwirrt. Hologramm ausschlachten. Rückstoß ausschlachten. Stirb. Sprung. Moment. Kralle. Ausgeglichenheit. Kralle. Ausschlachten. Dann. Okay, keine Ahnung. Das war jetzt nicht besonders toll gemacht, aber besser als nichts. Bringt leider auch viel. Ich glaube, ich habe jetzt nicht zu viel. Ich meine, jetzt ist wirklich der genau falsche Gegner dafür. Wir ruhen uns aus, selbstverständlich jetzt. Okay, das ist wirklich der falsche Gegner, aber die Krallen werden so schnell, so gut. Rückstoß ausschlachten. Strahlenzelle. Kralle, Kralle in die Augen. Ich meine, ich glaube, ich will ihn in jedem Zug stärker werden lassen. Eigentlich. Ah ja, wir haben dich ja da drin jetzt. Ausschlachten. Okay, ausschlachten, Wahnsinn. Mal schauen, was es wird. Sprung. Okay, auch okay. Ausschlachten. Er ist auf 9. Aber ich meine, wir können den Rest auch noch spielen. Also es ist halb so schlimm. Suchen. Jetzt haben wir leider schon... Es ist keiner drin. Okay, egal. Das Wichtige ist, dass wir beide... Dass wir es auslösen. Das hat es nicht perfekt gespielt. Gib's zu. Das ist ein bisschen unangenehm. Wir machen in die Augen. Puffer. Kralle. Weil es ist ein... Non-Zug sozusagen. Krieg ich noch in der Verteidigen? Krieg doppelte Energie. Krieg mir genau Nüsse. Okay, wenigstens ist nur ein Puffer weg und nicht beide. 5 sind wir. Ich meine, das ist entweder Hologramm oder Ausschlachten, dass er es abbekommt. Nice. Okay, ich meine, selbstverständlich Ausschlachten. Strahlenzelle wieder. Ja. Kralle in die Augen. Kralle. Bringt das Hologramm nichts mehr, aber wir spielen es trotzdem. Zum schlichten einfachen Grund, damit der Zug jetzt beendet wird. Doppelte Energie bringt nichts, also spielen wir es lieber nicht. Sprung, Sprung, Kralle. Da hat er mich leider gerade schön ausgebotet. Bundeswehr kriegen auch schnell Stärke dazu. Ich meine, Rückstoß, Ausschlachten ist ja definitiv... Das, was gebraucht wird. Kralle, Kralle in die Augen. Sprung wollen wir nicht spielen, also machen wir es nicht. Ja, du heißt, ich wieder 12 mal 3. Ich meine, ich will die Strahlenzelle draufgeben. Ich glaube, wir müssen noch Ausgeglichenheit machen diesmal. Vielleicht machen wir Sprung tatsächlich. Und einfach eine Kralle und behalten uns das Ausschlachten für den nächsten Zug. 38. Schon ein dreckiges Ustinetten-Berli. Rückstoß ausschlachten. Kralle. Ich meine, meine Krallen sind the shit gerade. Wenn ich das mal so sagen darf. Wir killen ihn. Oder? Ja, ist auf 5. Bam. Egal. Völlig egal, dass es der Hardcounter war. Zu gutes Deck. Get fucked. Nice. Das ist ein schönes Deck. Hat auch Spaß gemacht zu spielen, muss ich sagen. Diese Krallen, Karten hin und her. Super Deck-Control. Decks, die man machen kann mit dem Defekten sind schon sehr geil, muss ich sagen. Die machen großen Spaß. Alright! Aufstiegsmodus Level 7. Wären wir wieder dort, wo wir schon mal waren. Ich hoffe, wenn das euch Spaß gemacht hat, dazu zu sehen. Wenn das der Fall war, lasst dann ein Like und abonniert den Channel. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.